Jo, Mahlzeit, ihr Lieben. Grüßt euch. Es geht auf einer kleinen Runde nach Feierabend. Ich will mal gucken, wie viele Kilometer ich heute schrubbe und was mich alles so erwartet. Ja, und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ich werde mir auf jeden Fall noch was Leckeres zu trinken machen. Und ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Später. Jo, also es ist einer von diesen Tagen, wo es nachts wärmer ist als tagsüber. Wir haben so gut wie Ende Oktober zum Zeitpunkt dieses Videodrehs und der Wetterbericht hat für abends noch 19 Grad vorausgesagt, wobei tagsüber 12 Grad waren. Also es war ein sehr, sehr merkwürdiges Wetter, was wir die letzten Tage hier hatten. Viel Regen und dann jetzt so auf einmal so eine warme, ja fast tropische Nacht hier wieder, mitten im Oktober. Also Klimawandel, ja, ist so eine Sache, ne? Ob es das wirklich ist oder nicht. Also, naja, dieses Jahr 2020 haben wir andere Probleme, ne? Würde ich sagen, wissen wir ja alle. Ja, eine richtig schöne Mondsichel sehe ich gerade da hinten aufgehen, über dem Park. Das heißt aufgehen, die ist gerade da. Ich glaube nicht, dass die Kamera es einfängt, aber ich werde es mal versuchen, filmerisch festzuhalten. Ja, in 2 Tagen habe ich einen Termin beim Optiker. Da gibt es dann auch eine neue Brille. Also gewöhnt euch schon mal nicht zu sehr an dieser Brille. Die ist, glaube ich, demnächst weg. Ja, die ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und man soll ja auch sowieso alle Jahre mal kontrollieren, was das eigene Augenlicht da sagt. Naja, jedenfalls haben wir ja auch, es ist sehr windig, wie ihr ja auch hören könnt. Und ach, ich finde das schön. Eine richtig milde, windige Nacht. Ich liebe es ja, wenn die Elemente dann so spielen. Ne? Das ist was Geiles, Leute. Das ist richtig geil. Ja. Nachts unterwegs im Park. Fragen sich jetzt bestimmt viele, hast du da keine Angst? Nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht zu wehren, falls es drauf ankommen sollte. Aber es ist auch immer so, man findet so ein bisschen so das, was man sucht. Wenn man Stunk sucht, dann findet man den. Und ich gehe ja mit ganz anderen Intentionen raus. Ich bin ja da sehr entspannt. Ne? Ja, Leute. Der Wind rauscht in den Bäumen. Ist das geil. Ja, ihr Lieben. Ich habe ja auch zum Zeitpunkt des Videos die 265 Abonnenten geknackt. Das ist schon krass. Also hätte ich so nicht erwartet auch. Also das geht, die ging ja jetzt wirklich so feil nach oben. Also für meine Verhältnisse halt, ne? Muss man halt sagen. Ja, ich bedanke mich da auch nochmal alle bei euch. Ja, also ich habe 265 Abonnenten. Das heißt, für mich ist das so, das ist ein Kinosaal. Der hat Platz für 265 Leute. Und die, die mir zuhören wollen, dürfen mir zuhören. Und ich kann ihnen eben halt eine Geschichte erzählen. Das ist schon ziemlich cool. Also mag ich. Ich danke euch, wie gesagt, dafür. Und ja, schauen wir mal, wo alles noch hingeht. Weiter geht's. Wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Fand ich cool. Danke. Jo. Die ersten 3 Kilometer habe ich gemacht. Ja, wenn man mich fragt, was das Reizvolle ist, nachts rauszugehen an so Nachtwanderungen, dann kann ich immer nur sagen, man weiß nie, was man findet. Ne? Manche Leute haben eben halt Angst im Dunkeln. Liegt aber daran, dass das eben halt für die Leute unbekannt ist und unbekannte Sachen machen eben halt Angst den Leuten. Das ist ja, sag ich mal, sehr bekannt. Ne? Aber wenn ich mir jetzt hier so
ich bin viel draußen unterwegs und für mich ist dunkel jetzt nichts Schlimmes. Ich habe eine gute Ausrüstung dabei, sprich meine Kopflampe. Man muss gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachten, sprich ich würde nie betrunken irgendwie noch nachts rumlaufen im Wald oder sonst wo. Oder generell viel durch unwegsames Gelände. Man muss eben halt seinen Weg, grobe Richtung kennen. Und dann sind eben halt so unbekannte Faktoren nichts Schlimmes, finde ich. Im Gegenteil, das ist so was Reizvolles für mich. So dieses, sag ich mal, nachts unterwegs sein und so viele Details. Da ist zum Beispiel, ich betreibe auch Nachtfotografie. Ich habe immer wieder mal jetzt ein paar Fotos eingeblendet. Und jetzt zum Beispiel habe ich wieder ein schönes Motiv, das fotografiert. Ja, und je mehr man solche Sachen macht, möchte ich damit sagen, je vertrauter wird man damit und desto, ja, furchtfreier wird man halt. Ne? Also, wenn ich ehrlich bin, so, ich habe mit die ersten Nächte, die ich draußen verbracht habe, mit 18, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, müsste ich jetzt lügen, aber da habe ich mir natürlich auch in der Buchse geschissen, ne? Das ist ganz klar. Ne? Weil da eben halt dieses Unbekannte immer dabei ist. Und das muss man erstmal, damit muss man lernen umzugehen. Mit diesen ganz vielen unbekannten Faktoren. Und wenn die Dunkelheit irgendwann so als, sag ich mal, normal empfunden wird, dann hat man da auch wirklich, ist nicht anders als tagsüber. Ne? Und ob ich schon mal so negative Erfahrungen nachts gemacht habe, ganz ehrlich, nein, habe ich noch nicht. Im Gegenteil. Nachts ist es viel ruhiger als wie irgendwie am frühen Abend oder, sag ich mal, tagsüber. Wobei das natürlich auch variiert. Mitten in der Woche ist es meistens ruhig, aber am Wochenende hat man natürlich dann die ganzen Jugendlichen, die auch dann unterwegs sind. Ne? Oh, geil, der Wind. Ja, Leute, ich genieße das auf jeden Fall. Jetzt bin ich fast, also ich bin schon an der Halde. Jetzt geht es steil bergauf. Und wenn wir oben sind, dann sehen wir uns. Beziehungsweise wenn ich oben bin, dann sehen wir uns wieder. Und dann machen wir uns ein Süppchen und ein Käffchen. Und dann geht es wieder heim. Das müssten dann auch so meine 10 Kilometer sein, die ich dann voll habe. Sprich, wieder schön was getan. Leute, bis später. Ja, der Wind frischt ein bisschen auf. Ich hoffe, die Kamera fängt meine Stimme noch ein. Aber der Wind ist sowas von warm, Leute. Das ist noch nicht mal unangenehm. Ich könnte sogar glatt noch die Jacke ausziehen. Aber ich lasse sie jetzt an, weil ich eh schon so ein bisschen Schnüpperchen habe. Nicht, dass ich mir nachher da noch wirklich eine dicke Erkältung einfangen kann. Ich momentan nicht gebrauchen. Zu viel zu tun. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier richtig geil gerade. Ein lecker Tässchen Kaffee. Die Suppe an sich zieht jetzt noch ein bisschen durch. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und dann werde ich mein Süppchen schlürfen. Und dann habe ich meine 10 Kilometer heute wieder voll, wenn ich zurücklaufe. Und ja, ganz einfache Sache. So hält man sich auch ein bisschen fit, ne? Einfache Spaziergänge halt, ne? Wobei höhenmetertechnisch waren das jetzt hier, müsste ich mal einmal gucken. Entschuldigung fürs Wackeln. Waren jetzt 86 Höhenmeter. Das ist also irgendwie gar nichts. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wobei ich empfand es als steil. Aber das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass ich heute ein bisschen groggy bin. Wie schon sagte, ich habe auch ein bisschen was in der Knochen. Und ich mache das dann aber auch immer ganz bewusst so, dass ich mich dick einpacke und dann gehe ich raus, damit ich mich quasi fit halte. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, ansonsten
Obst, Gemüse viel essen und dann geht die meisten Sachen eigentlich von alleine weg. Weil ich nehme eigentlich nicht gerne Tabletten. Ne? Lasse ich dafür gut, wenn mein Körper der Meinung ist, damit nicht fertig zu werden. Ja. Schönes Wetter, Leute. Jo, ihr Lieben, ich bin auf dem Rückweg. Es tat gut, hat richtig Spaß gemacht. Ich gehe jetzt eine andere Strecke zurück. Einfach nur aus reiner Neugierde. Und ja, was soll ich sagen? Ist eben halt schön draußen zu sein mit seiner Ausrüstung, wenn man ein Daypack dabei hat. Ist das eben halt alles drin. Ne? Und das ist ja das Geile. Ne? Du nimmst mit deinem Rucksack, nimmst du wirklich dein Zuhause mit. Und egal wo ich jetzt hier gerade bin, mitten im Nirgendwo in tiefschwarzer Nacht, ich bin hier zu Hause, wenn ich will. Ne? Ich kann mir hier mein Tarp spannen, meine Auflage ausrollen und dann kann ich hier pennen. Und das ist ein geiles Gefühl. Das liebe ich. Ne? Immer vorbereitet zu sein, ist so ein bisschen Prepper-Gedanke. Ah ja. So Leute, das soll es gewesen sein. Ich danke euch für eure Zeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Sagt mal, ob euch so diese Nachtsicht stört. Wenn ja, versuche ich das ein bisschen zu ändern. Aber für mich ist das so einer der besten Sachen, weil ich kann wenigstens jetzt noch sehen, was Sache ist. Und hatte ich auch ein bisschen so was Taktik-Cooles, ne? So dieses Nachtsichtzeug. Ja, Leute. Ich danke euch, wie gesagt, und bis zum nächsten Video. Macht's gut.